Ja, Freunde, heute öffnen wir ein komplett neues TCG für den Kanal. Dragon Ball Card Game Masters Beyond Generations. Each box contains a bonus super rare or special rare card. Das war ja so unglaublich im Hype. Jetzt gibt es ja mittlerweile Dragon Ball Fusions. Und was wir noch zusätzlich öffnen, ist noch eine weitere One Piece, ja, Double Pack Set Box. Da können wir auch so eine unglaublich teure Zoro-Karte ziehen. Aber ich würde sagen, öffnen wir einmal dieses Prachtexemplar. Das ist auf alle Fälle super interessant, weil ich habe da schon mal reingeschaut. Da gibt es auch unglaublich wertvolle Karten. 24 Booster und unsere Boxtopper-Karte ist einmal Freezer. Und jo, also ich habe ja schon mal Dragon Ball aufgemacht. Das sieht schon sehr, 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 sehr nice aus. Das könnten sie ruhig bei Pokémon mal wieder einführen. So schaut das aus. Freezer 100% Power. Hat leider aber nicht gereicht gegen den Super Saiyajin Son Goku. Was da sehr, 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 sehr krass ist. Da sind Karten dabei. 3000 Euro kostet die. Das ist wohl die heftigste Karte, die man daraus ziehen kann. Die sieht schon brutal aus. Aber generell haben wir hier echt viele, viele krasse Karten. Ich finde die vom Artstyle her super, super gelungen. Zum Beispiel diese Super Saiyajin 3 Goku-Karte. Das müsste im Kampf gegen Hildegard gewesen sein. Also wenn wir sowas ziehen, oder hier auch im Kampf gegen Hildegard. Ich erkenne auf alle Fälle hier ein Muster. Das sind schon brutale Karten. Und die kosten auch unglaublich viel, um die 1000 Euro. Das würde ich schon fühlen. Super Saiyajin Blue Vegeto ist schon eine krasse Karte. Aber ich würde sagen, machen wir einfach mal weiter. Das wurde mir netterweise von Pokewirt bereitgestellt. Schaut da gerne in der Videobeschreibung nach, um das auch zu holen. Dort bekommt ihr es zu einem fairen Preis und nutzt auch gerne den Code SEHARSH. Da vielen lieben Dank. Benutzt den Code in der Infobox. Aktuell funktioniert das nicht richtig, weil die ein neues Shop-System haben. Einmal das Booster. Ich glaube, wir haben immer das gleiche Artwork. Und ich finde, das geht mir schon so ein bisschen die Dokkan-Battle-Vibes. Und die gehen hier seitlich auf. Ja, wir gehen direkt rein mit Hildegard, Freunde. Ganz, ganz komischer Movie-Villain. Aber Vegeta haben wir hier. Ich hätte auch echt Lust. Oh mein Gott. Super Saiyajin 4 Duo. Sehr, sehr krass. Ich hätte auch echt Lust auf Fusion, aber da bekam ich schon von Pokewirt die Info, dass halt Fusion, dass das halt komplett, wirklich komplett weg ist. Da gibt es kaum Zuteilung und finde ich sehr, sehr, sehr schade. Und wen haben wir hier? Whis, den Great Ape Son Gohan. Krass, holographisch. Und Great Ape Son Gohan, Raging Power. Freunde, ich habe keine Ahnung, ob jetzt die Karten hier besonders wertvoll sind. Aber Affe öffnet Booster und zieht eine Affenkarte. Finde ich schon mal passend. Machen wir weiter. Ich glaube auch nicht, dass wir hier anscheinend einen Kartentrick brauchen, da die größeren oder Hitkarten anscheinend am Schluss sind. Son Gohan, Challenge from the Corpse. Ich kenne sogar noch die ganz alten Karten, Freunde. Oh, das müsste aus dem Film sein. Dodoria haben wir einmal. Ah, nochmal ein Filmcharakter. Oh mein Gott, Super Saiyajin 4 Vegeta. Und das sieht schon krass aus, auch nur wenn die jetzt nur normal holographisch sind. Und einmal Super Saiyajin Trunks. Die werden nie wachsen. Wobei, bei Dragon Ball Super im neuen Film sind sie ja gewachsen. Aber ich denke, das weiß auch nicht jeder, der sich das hier anschaut. Weil eigentlich ist das hier ein Pokémon-Opening-Kanal. Aber Super Saiyajin 4 Vegeto findet trotzdem seinen Weg hierher. Einfach Alien Freezer haben wir. Komm, Piccolo, Son Gohan. Tapion. Hatte ich vor kurzem in einem Short seine Melodie auf dem Hauptkanal. Kale und Kaulifla. Der sieht aber sehr, sehr, sehr sass aus. Kann ich mich nicht erinnern, dass er im Anime mal so geschaut hat. Whis ist doch eigentlich immer sehr, sehr entspannt. Freezer Arc finde ich der beste. Hildegard. Jo. Hildegard in seiner Cursed-Form. Und Piccolo. Ja. Machen wir weiter. Wir sehen auch hier auf dem Bild eine SR oder SPR pro Box, Box Promotion, Xbox Container, Bonus Super Rare. Wir schauen einfach mal so eine gewisse. Jo, das sieht brutal aus. Das sind, glaube ich, sogar eigenständige Artworks. Wir haben jetzt hier, man erkennt ganz klar ein paar Artworks aus dem Anime. Aber ich finde es besser, wenn wir hier eigenständige Artworks haben, die extra gezeichnet wurden. Ich finde, das hat einfach einen besseren Touch. Weil wenn man es jetzt 1:1 vom Anime übernehmen würde, fände ich es ein bisschen langweilig. Nochmal Whis. Yo, you fool. Was sind das für Karten? Einfach so horizontale, vertikale Karten, die wir jetzt ziehen können. Und Gotenks. Gehen wir rein mit Freezer. Tenshin Han. Und so ein Goten. Super Saiyan 3. Okay, wir sind schon mal auf dem Weg für die Drachenfaust. Für die Ultra-Drachenfaust-Karte.
Dann haben wir Turtles, nochmal Son Goku, nochmal Hirudegan. Ich kenne niemanden, der Hirudegan gesagt hat. Hildegan ist sein Name. Turtles, Bulma. Wer ist das? Ah, Super Saiyan 4 Vegeto. Yo, Beerus. Das müsste ein neues Artwork sein. Es wäre mir neu. Oh mein Gott, was ist das denn? Yo, Zenkai steht unten rechts. Der hat hier eine Extrafolierung. Boah, aber man merkt es ein bisschen. Die Texturen spürt man. Der unterscheidet sich schon von den anderen. Noch einmal Freezer, 100% Power. Okay, passt zu der Boxtopper-Karte. Booster seitlich aufmachen, immer kritisch, wenn es nicht komplett aufgeht. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Boah, Broly, so ein cooler Charakter. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde vielleicht auch noch im Schnitt da noch die ein oder andere Sache herausfinden. Aber immer wieder spannend, ein komplett neues TCG aufzumachen und da einfach mal blind reinzugehen. Jo. Ja, okay, aber nur wegen den Kaioken wirkt die Karte so anders. Aber es ist nur eine normale Holo. Und einmal Turtles. Ich habe mir erst neulich das neue Video von Ruffy angeschaut, in dem er jeden Dragon Ball Film thematisiert hat. Und da war es interessant zu sehen, wie er die Filme in der Zeitlinie einranken würde. Immer schwer, aber da waren ein paar interessante Takes mit dabei gewesen. Und komm, der hier auch komplett loster Charakter. Dann haben wir einmal den Orakelfisch. Sehr, sehr, sehr interessanter Charakter. Nochmal, okay, wir haben ja ganz klar das Hirudegan-Thema. Gotenks und nichts. Finde ich interessant, weil auf dem Artwork und auf dem Booster haben wir ja eigentlich Goku versus Freezer. Haben sie vielleicht immer so zwei große Themen pro Set? Das wäre dann jetzt hier Freezer Arc und jo. Und einmal Hirudegan Film. Krillin, Beerus und dann noch ein paar Filler wie Beerus. Und das ist auch von Hirudegan, Hildegan. Freezer zweite Form. Jo, Chanemba. Also die Holos sind schon sehr, sehr nice. Und den nehme ich. Aber dankend an Super Saiyan 3 Broly. Erst neulich wieder den Film mir angeschaut, den alten. Machen wir weiter. Potara-Fusion. Hildegan. Das sieht krass aus. Das mit Texturen wäre so eine coole Karte einfach. Das wäre so cool. Freezer 100%. Krillin mit Haaren, noch immer ungewohnt. Vegeta. Das ist so ein typisches Dokkan-Artwork. Das habe ich 100% schon mal gesehen. Ich spiele zwar kein Dokkan mehr, nicht mehr aktiv. Hab's mal eine Zeit lang aktiv gespielt, immer Free-to-Play, ganz wichtig. Aber ich bin da gar nicht mehr drin, ne? Das ist mir zu viel. Vegeta und Super Saiyan God Goku. Es ist krass, was so ein Artwork ausmachen kann. Nächste Booster. Aber die Booster gehen angenehm auf. Ich muss mir jetzt tatsächlich noch einen Ordner ranholen, in dem ich dann Dragon Ball Karten reinfliegen werde. Ich hatte ja schon mal davon was aufgemacht, aber nicht viel. Aber jetzt habe ich ja wirklich einige Holo-Karten. Nochmal Beerus holographisch. Und einmal Whis. Ich mag den Artstyle. Ich mag den. Der ist so schön weich. Die Super Saiyan 3 God Goku, sage ich. God-like-Pose fehlt noch. Gegen Hildegard. Komm. Killian, der Structure Test. Super Saiyan God. Der Film. Der Drache. Kam auch irgendwie nur in dem einen oder anderen Film vor. Und dann gar nicht mehr. Und der ist so weird. Nochmal Freezer. Und Super Saiyan 2 Vegeta. Dass wir immer zwei Holo-Karten haben. Aber öffnet ihr aktiv Dragon Ball? Ich werde es ja sehen, je nachdem, wie gut dieses Video bei der Community ankommen wird auf dem Kanal. Ich meine, dafür ist ja auch der zweite Kanal da. Krillin, komm. Tapion mit seinem Schwert. Orakelfisch. Sensobohne. Whis. Und nochmal Hildegan. So ein weirder Boss. Und nochmal Turtles. Holografisch. Ich würde sagen, wir machen einen Mega-Booster, Freunde. Wir werden jetzt mehrere auf einen Schlag aufmachen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir daraus ziehen. Okay, Freunde, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Booster es sind. Aber es sind so viele Karten. Und wir gehen rein. Komm, jetzt wird's spannend. Trunks, Tapion, Son Goku, Freezer. Und wir haben einmal, was, die ist auch drinne? Kefla? Wie random. Okay. Und nochmal Beerus. Holographisch. Gohan. Gohans Vater. Turtles. Nochmal Tapion. Okay. Also, ich denke, man kann hier schon schnell ein Set voll machen. Nochmal Broly. Super Saiyan 3. Freezer. Hä? Was? Haben wir jetzt drei Holos? Oder was ist das? Da steht wieder Zenkai. Ne, steht auf jeder Karte. Aber es ist nur eine Holo-Karte. Sieht schon cool aus, Bardock. Ist schon cooler. Aber leider nur straight from Anime.
Bulma, seht ihr das auch so? Turtles, Sparking Kamehameha und Bam. Was ist das denn? Ach, ja, nochmal. Ich dachte erst, das wäre Super Buu. Nochmal Freezer, ist das nicht das Boxtopper-Artwork? Ja, tatsächlich. Tatsächlich das Boxtopper-Artwork. Nochmal als normale Karte. Hildegard, Alienmon, Super Saiyan 3, komm! Ah, okay, ich dachte eben, das wäre eine krasse Karte. Krillin, Beerus, oh mein Gott, Super Saiyan und nochmal Whis, Vegito, Videl, ey, die ist komplett neu. Die ist komplett neu, die Karte. Was hat die denn da bitte an? Einfach dämonisch. Tapion, Vegeta, oh, Zabon, Freezer, Beerus. Puh, das ist aber ein cooles Artwork. Ich glaube, das hat er gegen den Kaioshin eingesetzt vom anderen Universum. Jo, den nehme ich. Super Saiyajin 4 Goku nehme ich. Und das sieht schon krass aus. Das sind schon geile Karten. Also rein vom Artwork her haben wir da schon sehr viele schöne Artworks. Und Bulma, ich werde einfach hier nach Artworks sortieren und das wäre auch eine krasse Karte. Hier sind schon einige Artworks dabei, bei denen ich sage, die könnten schon richtig brutal sein, wenn die holografisch oder Texturen hätten. Und cooler, besser als Freezer. Sehr, sehr cool. Und, jo, was ist das denn? Das ist eine Full Art Karte oder ich weiß nicht genau, wie man sie nennt, aber ich habe es eben schon ein bisschen gesehen, als ich die Karte zur Seite gelegt habe. Das ist unsere dritte große Freezer-Karte und es ist wirklich, hier fängt er an zu chargen. Hier fängt er an zu feuern, nachdem Goku ihm noch Energie gegeben hat. Und hier feuert er ab. Und yo, Scourge of Saiyans, das sieht brutal aus. Okay, ich glaube, das ist eine der ultra seltenen Karten, die vielleicht nur einmal pro Box vorkommen könnten. Gebt euch das mal sehr, sehr interessant. Wie fühlt das sich an? Man spürt das auf alle Fälle, aber ich muss sagen, die Pokémon-Karten bei den Texturen fühlen sich hochwertiger an. Aber die Karten an sich sind schon sehr, sehr gut. Okay, Freunde, ich würde sagen, machen wir noch die One-Piece-Box auf für ein bisschen Abwechslung. Wir haben hier einmal die Promokarte und die zwei Booster. Ich glaube, die Promokarte soll immer gleich sein, was ich echt krass finde. Einfach 90% gefühlter Box ist leer. Das gab es auch bei PokéWirt. Schaut da gerne vorbei. Und die gehen auch seitlich auf. Aber, boah. Okay, wir haben es hinbekommen. Ziehen wir jetzt die 1000. Die ist mittlerweile teurer geworden, Freunde. 1500 Euro für diese Zorro-Karte ist unglaublich. Komm, die müssen wir jetzt ziehen, damit wir wieder im Plus sind. Okay, wen haben wir denn hier? Wir haben Yamato. Along und leider und oha, jo, die sieht aber fresh aus. Die sieht sehr, sehr nice aus. Und unser zweites Booster, ich würde sagen, die sind einfach 1:1 gleich. Ist ja auch beides vom Bandai. Macht auch Sinn. Okay, diese Mini-Displays sind auch, glaube ich, ein bisschen stacked, weil wir hier immer eine garantierte Leaderkarte haben. Das habe ich mal gesehen bei einem Stream, dass da immer Leaderkarten gezogen wurden oder besser. Und keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht so sagen. Wir haben bisher nur zwei aufgemacht. Wir haben mal Windsmoke und... Was ist das denn? Film. Okay, kenne ich überhaupt nicht. Und einmal Kikunuyo. Machen wir die letzten 6 Booster auf. Hab keine Ahnung, ob wir noch irgendwas ziehen können. Die Karten sehen auf alle Fälle sehr, sehr nice aus. Und die fühlen sich genauso an wie die One-Piece-Karten, würde ich sagen. Ritual, Son Gohan, Krillin, Hildegard, Dodoria, Kamehameha, Beerus. Jo, er sieht schon cool aus. Und Son Goku Super Saiyajin 4 holographisch. Den haben wir auch schon öfters gezogen. Turtles, Broly, Trunks. Vielleicht haben wir noch andere Broly-Karten drin. Das wäre sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir Son Gohan. Und Sabon. Clash. Base Goku im Kampf gegen seinen Bruder müsste das sein. Und Kaioken Goku. Jo. Haben wir noch hier Tapion und Great Ape und Yo. Okay, warum haben wir manchmal 3 holographische Karten? Warum ist das manchmal so? Jo, nehmen wir mit. Beerus und Whis ist, glaube ich, sogar eine LR-Karte in Dukan Battle. Ey, das ist so weird, wenn, falls jetzt jemand das hier sich anschaut und gar nicht in Dukan drinne ist. Okay, machen wir weiter, Chat. Ja, einmal so einen guten. Aber Whis und Freezer. Und
Jo, SS3 Gotenks. Und das war die letzte Karte. Das meine ich. Jetzt hatten wir nur zwei. Aber ja, vielleicht ist es einfach so, dass man einmal mehr eine Holo-Karte bekommt. Vegeta, Janemba. Hoi! Die Heuschrecke, Freezer. Son Goku, Beerus. Und Gohan. Und Piccolo. Einfach Vater und Sohn gezogen. Vater und Sohn. Genau so gehört sich das. Und lasst mich gerne wissen, wie ihr die Box so fandet. Ich finde, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr von solchen Karten bekommen. Also halt wirklich extra illustriert und keine 1:1 Anime-Shots wie das hier zum Beispiel. Und seht ihr das auch so oder anders? Lasst mich es gerne wissen. Wir gehen rein. Last Pack Magic. Freezer haben wir. Sensebohne Goku. Goku Super Saiyajin und natürlich Great Ape Son Gohan. Das war's Opening. Lasst gerne ein Like und ein Abo da mit der Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das so findet. Schaut euch eines der vorgeschlagenen Videos an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.